wir in der Werkstatt nicht das richtige Werkzeug finden. Edles vom Feinsten. Genau. Mach schon Kunden Motorrad einmal. Also. Aber in erster Linie halt diese Rennmotorrad. Herzlich willkommen heute zu einem etwas anderen Video. Heute geht es einmal nicht um Motorräder, sondern um Autos. Und wie ihr so sehen könnt, ein sehr altes Auto, nämlich ein Oldtimer. Und ich bin heute zu Gast beim Gilbert Brunner, der absoluter Profi im Bereich Oldtimer-Restaurierung ist. Gilbert, erst einmal danke, dass wir da vorbeischauen haben dürfen bei dir. Gerne. Und jetzt muss ich echt einmal, ich habe wirklich wenig Ahnung von solchen Fahrzeugen. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Chevrolet Pickup, Jahrgang 1952. Mhm. In einem 1er Zustand? In Note 1 Zustand, im Originalzustand vor allem. Also wirklich jedes Teil dem Original entweder nachempfunden oder halt noch im Ursprungszustand. Ja. Okay, und jetzt sagst du, okay, Oldtimer-Restaurierung, aber was soll denn jetzt an dem restauriert werden? Ich meine, mein 3er BMW hat 40.000 Kilometer und der ist nicht so gut beieinander wie der. Was willst du jetzt da noch besser machen? Warum kommt der Kunde mit so einem Fahrzeug zu dir? Was wird da dran gemacht? Ja, den Hintergrund ist ja der, das Auto ist in jüngster Zeit schon mal komplett gemacht worden. Mhm. Und der Kunde wünscht sich jetzt im Anschluss noch also extra, weil das Fahrzeug damals auch schon als Sonderausstattung, so eine Sonnenblende gehabt hat. Also das hat es original nicht gegeben, aber im Zubehör als Nachrüstung. Und somit schaut das Ganze ein bisschen gefälliger aus. Hat natürlich auch einen gewissen Nutzen, wenn man drinnen sitzt, weil er hat jetzt schon Sonnenblenden innen zwar nachgerüstet, die es damals so in der Art und Weise man nicht gegeben hat. Und und das macht das Ganze auch ein bisschen gefälliger und somit wünscht er sich das. Und es gibt zwar Nachrüstteile, die sind aber nicht schön gemacht und passen dann von der Form auch nicht so wirklich dazu. Und darum haben wir gesagt, wir fertigen ein komplettes Teil selber an, passen es ans Fahrzeug an. Ja. Selber anfertigen hört sich jetzt an nach einem Haufen Aufwand. Ja, das ist schon einiges an Arbeit. Das heißt, da kommt jetzt eine Sonnenblende von außen an das Dach dran. Genau. Damit zum einen die Optik ein bisschen verändert wird und zum anderen auch Sonnenschutz. Genau. Als Alibi. Ja, aber nein, es ist schon Sonnenschutz. Also ist er schon, okay. Und erinnert halt an diese großen LKWs von der frühen Zeit. Mhm. Und so ist es wieder so ein aufgesetzter. Ja, wir von so einer Schirmmütze halt von dieser Rand. Ja. Und das Ganze war früher eigentlich nur grob gebogenes Blech. Und wir haben das halt, sagen wir, mehr an das Dach angeformt. Das heißt, dass da gewisse Parallelen erkennbar sind. Mhm. Und so tasten wir sie halt da langsam hin. Es wird dann links und rechts oberhalb der Ringrinne befestigt. Und zum Start, was nimmt man so her? Nimmt man da Kunststoff, GFK, Carbon? Nein, das ist Stahlblech. Also ganz normal Stahlblech? Ja. Okay, vielleicht schauen wir mal zu diesen Stahlblechen. Was nehmen wir jetzt da als Ursprung her? Eine Platte oder schon geformt? Das ist eine Platte, kann ich das mal sagen. Sagen wir das einmal. Also im Rennsport nehmen wir immer Carbon her. Das muss ja leicht sein. Das hat es halt damals noch nicht gegeben. Also ja, stimmt. Da. Also und das sind jetzt die Stahlplatten. Da haben wir mal ein kleines Stück. Ein kleines Stück, so schaut das im Grunde aus. Das gibt es in
Meter auf 2 Meter. Stärke 2 Millimeter? Nein, 1 Millimeter hat es. Ehrlich? Und das ist eine spezielle Güte, dass es ein bisschen leichter formbar ist. Mhm. Also das ist etwas weicher als das Standardblech. Mhm. Und ja, gibt es halt in diesen Größen. Mhm. Und hat man. Und jetzt ist die Herangehensweise, okay, man nimmt jetzt ein Stahlblech, das wo absolut glatt ist. Wir haben ja jetzt da schon den ersten Prototyp, wenn ich das so mal so nennen darf, schon da liegen. Da wo ich die heute schon den ganzen Tag dran arbeiten habe, sehen. Jetzt wenn wir aber uns dieses Bauteil mal noch nicht so vorstellen, wie es jetzt in der Komplexität ist, sondern was ist denn der erste Schritt, wenn du da diese absolut gerade Stahlblechplatte hast? Wie fängst du denn da? Nimmst du dann einen Hammer und bäckst das? Oder? Zeichnet sich das erste Mal eine Schablone aus Papier, also relativ dünnen Papier, das man übers Fahrzeug legt, dann die Kontur einmal festlegt, weitestgehend, das im Grunde dann einschneidet, weil ich sage, ich habe ja einfach nur ein zweidimensionales Papier, das lege ich drüber, in dem Moment, wo ich es drüber lege, gibt es Falten, diese Falten schneide ich aus. Leg die wieder zusammen und mache das halt in relativ kurzen Abständen. Mhm. Dann habe ich lauter so Kuchenstücke, die ich dann ausschneide. Ja, dann verbinde ich die wieder und nehme mal die Form ab. Schaue, dass das einen Abstand von 3, 4, 5 cm einmal in etwa passt. Dann schneide ich die Form, dieses Papier, wieder auf, lege es am Boden hin und dann ergeben sich wieder diese Kuchenstücke, diese Keile. Mhm. Und dann nehme ich ein Blech, das ich eben von da her nehme. Kann man so da hinten ganz kurz mal anschauen. Mhm. Da haben wir so eine Tafelschere. Ah, eine Tafelschere ist das, okay. Genau. So, das ist die andere Hälfte von dem Blech, das wir da auseinandergeschnitten haben. Das wird bis hinter geschoben und dann kommt ein Standsmesser, Schneidemesser, das auseinanderschneidet und dann legt man das auf einen planen Tisch und legt dann schlussendlich dieses Papier drüber und dann weiß ich schon mal, was ich an Grundfläche für dieses Blech benötige. So, das heißt, so wie das Ganze jetzt schon geformt ist, muss man sich vorstellen, wenn ich da mit der Walze drüber fahre und das wieder platt mache, dann würde ich mir leichter, wenn ich da überall lauter so Einschnitte mache. Und genauso ist das halt mit dem Papier. Und dann sehe ich, dass ich eben überall diese Spitzen drin habe. Dann zeichne ich mir das ab, schneide das mit einem Überschuss von ca. 20 mm rundherum aus. Mit was schneidest du dann? Und da habe ich in dem Fall so eine elektrische Akkublechschere. Akkublechschere, okay. Und die Feinheiten, wo es nicht geht, macht man dann klassisch mit der Schere, mit einer Handschere. So, und dann kommt der erste Zug, der erste Arbeitsgang, wo dieses Blech in der Mitte gestreckt wird. Okay, mit was machen wir das? Das funktioniert mit diesem English Wheel. Ist das große? Nein, das ist das Gerät da. Achso, okay. Das ist das Gerät. Ein Wheel ist es. Ja. Also Wheel wie Reifen quasi durch den. Genau. Durch das Deutschland, also sagt man englisches Rad. Da habe ich unten und oben eine Rolle. Die gibt es mit verschiedenen Radien. Sieht man jetzt ganz deutlich da. Das ist ein ganz enger Radius. Ja. Bis rauf, immer flacher, bis wirklich 180 Grad. Wo ich dann auch einmal, ich sag mal, Unebenheiten herauswalzen kann. Mit ganz wenig Druck. Und somit verformst du das Blech, weil du streckst das quasi in eine Richtung, oder? Man walzt das im Endeffekt wie so ein Kuchenteig, das man so kennt von früher, von daheim, mit so einem Nudelbeugler. Ja. Genau. Und da, an der Stelle, wo ich am meisten Druck ausübe, weicht das Material aus. Aufgrund dessen wölbt sich das Blech. Man sagt als Fachbegriff bombieren. Jetzt kann ich das Blech einfach nur links und rechts nehmen und das stützt sich schon von allein. Wenn das einfach nur ein Blechstreifen ist, dann fällt der einmal durch. Genau. So. Okay. Und der ist auch, ich sage mal, schon relativ verwindungssteif jetzt so. Und das erreiche ich eben durch dieses Walzen.
Das ja, muss man halt gezielt anfangen von der Mitte. Geht man von der Mitte, fängt man an und geht nach außen, immer weniger weg, nicht ganz bis außen hin. Das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte, weil das bildet dann Rahmen und hält das Ganze zusammen. Man sieht die Spuren eh ganz deutlich, oder? Dass genau. Nur in dem Bereich eben gewalzt worden ja, ist. Ne? Oder dass man halt, man sieht das schon weiter hinaus auch, aber eben nur ganz wenige Tragspuren. Genau. Okay, und nach dem Walzen, was ist dann der nächste, welche Maschine kommt als nächstes? Da sind so viele Werkzeuge. Ja, das ist dann, für mich also dann geht es weiter, dass man eben bei dem Walzen links und rechts erstmal schauen muss, ab der Mitte, man zeichnet sich da immer eine Symmetrieachse ein, dass man schaut, dass man das Teil grundsätzlich mal symmetrisch walzt, sodass ich einfach, wenn ich davor stehe, links und rechts eine Spiegelung habe, dass es gleich ausschaut. Mit diesem Gerät kann ich das Blech nur strecken, aber nicht mehr einziehen. Ja, genau. Also dafür kommt dann das große Teil. Und oder? Da gibt es dann eben verschiedene Geräte, die stauchen und strecken können, also die können dann das strecken auch. Das ist dann das große, oder? Der große da, der Busch. Und da lege ich das Ganze ein. Und da arbeite ich mir dann vor dieses Werkzeug, packt das Blech an zwei Stellen und zieht es entweder auseinander oder staucht es zusammen. Aha, in dem Fall haben wir es zusammengestaucht. Und durch dieses Stauchen entsteht dann eben auch diese eine Wölbung, zusätzlich. Also das heißt, ich habe es hier in der Mitte schon mal eine leichte Vorgabe gemacht und habe es dann nach außen einfach noch Stück für Stück im Hundertstel Millimeter Bereich immer wieder ein bisschen zusammen. Das kann man dann von der Intensität einstellen. Man kann ganz starke Höhen machen oder ganz feine. Und jetzt, wenn das Ding fertig ist, vielleicht können wir es einmal ans Auto draufhalten, dass die Zuschauer mal ein bisschen eine Vorstellung noch mal exakt haben, wie das dann letztendlich ausschauen sollte. Jetzt müsste uns der Gerrit kurz einmal den zusätzlichen Mann machen, um das einmal. Weil dann ist natürlich auch noch die Frage, wie wird das Ganze am Auto fixiert? Nimmt man jetzt da, schleift man jetzt da einen Lack ab und schweißt das nieder? Oder? Also der Kunde wünscht, dass das Dach nach Möglichkeit nicht lackiert wird. Ah, okay. Darum muss das jetzt im zweiten Gang dann an die Dachkontur seitlich mit diesen Stehblechen angepasst werden. Und da werden wir dann nochmal zwei Flange bauen, die man erst ans Fahrzeug anpasst und diese Bleche dann an diese Flange verschraubt. Okay. Vielleicht sagen wir es kurz einmal, wenn wir das demonstrieren könnten. Dass wir die da haben wir jetzt einen Schutz dort, dass man natürlich nichts verkratzt. Ne? Genau. Und das kommt dann da also und hin. So ungefähr in dem. In etwa. Naja, für den Windwiderstand ist das ja nicht so optimal, oder? Naja, gut, es ist hinten ja offen. Also ist offen, ja, aber der fährt ja wahrscheinlich auch nicht so schnell. Wir haben jetzt da Höchstgeschwindigkeit bei dem Auto von maximal 120 km/h. Ja. Und die erreicht jetzt auch nicht in 5 Sekunden. Ne? Ja. Aber ich muss schon sagen, optisch macht das natürlich schon irgendwas her, weil es schaut ein bisschen so gechoppt aus. Ja. Gibt es den Ausdruck, choppen? Das ist letztendlich erst im Nachhinein in den 70er, 80er hat man das ja erst gemacht, in der damaligen Zeit natürlich nicht. Und der Kunde steht da auch nicht drauf, der will das wirklich ganz original haben. Der hat eher die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Naja, weil das ist jetzt optisch, sage ich jetzt einmal, ist das, macht das so ein bisschen es schaut ein bisschen besser aus. Ne? Also, ja, der Look ist ein bisschen aggressiver. Trotzdem, wenn man jetzt so ein Auto so schaut, wie zum Beispiel in dieser Fernsehserie, die kleine Form, halt geheißen, meine kleine Form, das war eben so, das ist gedreht worden in die 50er, 60er Jahre. Da haben sie wenig Autos gehabt, irgendwo in den USA. Und da sieht man die Fahrzeuge auch mit solchen Blenden. Ja. Und gut, dann hat es vielleicht erlöst, dass es nicht so lange halten müsst. Was ist jetzt ungefähr der genaue, also so über den Daumen gepeilt, der komplette Aufwand, um diese Hutze quasi, um die Sonnenblende zu machen? Was kalkulierst du da ein? Oder wie viel? Ja, ich sage mal, rein Blecharbeit sind das jetzt mit Sicherheit einmal 70, 80 Stunden. Dann stimmt einmal die Kontur, dann brauchen wir auf jeden Fall noch diese Flange mit dazu, dann das ganz genau anpassen. Also sagen wir mal, das werden mit Sicherheit einmal rein nur Blecharbeiten irgendwas um die 100, 120 Stunden sein. Und ja, dann muss das Ganze noch lackiert werden. Befestigt werden. Das wird in Wagenfarbe lackiert.
Da kommen dann vorne und hinten an diesen Schweißflanschen kommen da so Metallkäder drum, die man selber macht, dass das Ganze ein bisschen gefälliger ausschaut. Ja, und dann ganz viel verschwindet einfach an Zeit in diese ganzen Feinarbeiten, die man im Nachhinein im Grunde gar nicht mehr so sieht. Mhm. Dass das halt nach was ausschaut. Ja. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, du kannst jetzt, ich meine, wenn man sowas bauen kann, dann kannst du ja eigentlich in Theorie jedes Blechteil, was man sich vorstellen kann, ja eigentlich nachbauen. Abhängig davon, wie viel Zeit will man investieren, dass man das macht oder was ist der Kunde bereit zum Zahlen für sowas. Ne? Das ist ja auch die Frage. Ja, also grundsätzlich geht das ja. Ja. Das heißt, du kannst jetzt sagen, okay, mit so einem Kopfflügel für so ein Auto kriege ich nicht mehr. Ja. Angenommen, ich weiß nicht, ob es noch gibt. Guck mal, sowas noch kann, aber man kriegt es teilweise schon. Mhm. Leider ist die Qualität meistens sehr, sehr schlecht. Okay. Das heißt, man kann dann so einen Kopfflügel, auch wenn der irrsinnig komplex ausschaut, man kann das nachbauen. Ja, boah. Das geht ja. So, jetzt hast du da natürlich eine gigantisch ausgerüstete Werkstatt. Also was ich da so als Techniker, wenn ich mich so schimpfen darf, ein bisschen so überflogen habe, ich glaube, wer in der Werkstatt nicht das richtige Werkzeug findet, der hat vom Schrauben keine Ahnung, kann jetzt einmal sagen, ich glaube, du fährst der Führer, sonst haben sie den Spruch gebracht. Ja. Ich habe jetzt einfach immer noch. Was kann man jetzt bei dir machen? Ich denke, das geht von der Unfallinstandsetzung, geht das quasi los bis zur Restaurierung. Vielleicht sagst du uns einmal so dein heiligen Bereich so mal kurz durch. Das ist quasi so der Hauptwerkstattbereich mit Werkbank. Ja, wir haben da oben zum Beispiel eine Rahmenrichtbank. Ah ja, Richtbank ist das, okay. Aha. Wo ich, sag mal, für ein paar Fahrzeuge eigene Richtwinkelsätze habe, die da drauf gebaut werden, dass man prüfen kann, ob das Fahrzeug gerade ist, schief ist, kannst dann entsprechend gerade richten. Und das ist zumindest schon mal die Basis, auch gerade wenn man beispielsweise so eine Autos macht, weil du die sonst sehr, sehr schwer tust, rauszumessen, ob die Rahmengeometrie wirklich symmetrisch ist, ob es gerade ist, ob die ganzen vorgegebenen vorgegebenen Punkte stimmen. Mhm. Und das lässt sich mit dem so ganz gut feststellen. Ja. Okay. Und erleichtert es. Dann ist da quasi so der Hauptwerkstattbereich, wo die typischen Handwerkzeuge in diesen lebensgroßen Snap-on-Werkzeugschränken sind. Genau. Und eins muss man jetzt immer wirklich auf der Zunge gehen lassen, was ich ja irrsinnig fantastisch finde, ist zum einen, wenn man so einen riesen Schuh aufmacht, was da alles drin ist, aber davon abgesehen, wenn man die zumacht, jetzt kommt eigentlich der Clou. Das ist ja Wahnsinn. Also jeder, der wo gern schraubt, der sagt, okay, das ist jetzt der Film meines Lebens gewesen. Also es gibt da zum Beispiel separat einen Schrank, da ist nur Zollwerkzeug drin. Für die amerikanischen Sachen quasi. Also absolut nur. Da ist wirklich so. Noch nicht ganz fertig eingeräumt, aber... Aha. Vielleicht sollen wir da mal reinfilmen, dass man das mal sieht. Das ist alles zollig, also alles amerikanisch quasi. Das ist nur Zoll, ja. Und alles Snap-on, also nicht nur die Außen, sondern auch innen. Innen, ja. Ja, das ist natürlich edelst vom Feinsten. Genau. Das, was man da sieht, ist halt alles Blechbearbeitung. Was wir vorher schon gesehen haben. Genau. Ja. Da haben wir dann Blechkletten, da haben wir zum Beispiel eine Presse, da kann man massive Platten abkanten. Also alles, was bis 7-8 mm geht, kann man auf diese Breite abkanten. Zum Beispiel Rahmenblech und so weiter kanten. Da haben wir eine Bahnsäge, ein kleines oder ein großes Bohrwerk. Ja, ich würde sagen, schauen wir noch kurz in den Pressen und so weiter. In den Schweißraum, also extra einen Schweißraum. Hier auch wieder alles mit Snap-on-Schränken. Die haben da aber diesmal hier die Holzplatten drauf. Genau. Ist das serienmäßig? Nein, das habe ich im Nachhinein gemacht. Hast du mal, da haben wir diese ganzen Werkzeuge für die Drehbank. Die Drehbank drin. Klein und groß. Genau. Und hier ist quasi der Raum nur zum Schweißen, damit der Staub vom Schweißen quasi nicht in den sauberen Bereich kommt. Genau, vom obwohl Schweißen, das auch sauber ist. Also. Vom Schweißen und so weiter, genau. Ja. Ja. Das ist ein absolut planer Schweißtisch. Aha. Und da kannst du dann quasi alles fixieren mit so großen Schraubklemmen und kannst das dann zum Beispiel, ist das, also ich kenne ja das, wenn man zum Beispiel Auspuffanlagen geschweißen hat, speziell wenn die aus Edelstahl waren, dann hast du die geschweißen und dann hast du das wieder unter das Auto gehängt und dann waren sie schief. Dann waren die schief, genau, weil die einfach einen gewissen Verzug haben durch die
Wärmeinbringung. Und das kann man mit sowas und verhindern. Jetzt sehe ich nur noch dieses Riesenteil, oder bevor wir jetzt noch in das Highlight, also für mich Highlight raufgehen, in die Motorradwerkstatt von Gilbert. Die nutzt er allerdings nur privat. Was ist denn das für, ist das eine Presse? Das ist eine hydraulische Presse, also eine elektrohydraulische Presse. Ah, aber da kannst du quasi Lager auspressen aus Achsträger bis ja, 20 Tonnen. Ja, da brauchen wir jetzt diese 100 Tonnen, die liefert. Jetzt Leder, ja, da reichen dann sagen wir mal 10 Tonnen. Ja. Okay, dann schauen wir noch nach oben, nach innen. Jawohl. Dann gehen wir quasi in das Dach, in den ersten Stock. Das ist glaube ich nachträglich in die Halle reingekommen, oder? Das hast du da nachträglich bauen lassen. Eine Art Galerie, ja, ja. In der man sich gemütlich einen Kaffee runterlassen kann, in der viele Teile versteckt sind, Werkzeuge und so weiter und hier auch deine Motorradwerkstatt ist. Die Bikes kennen viele von euch schon aus meinen Videos. Haben wir schon oft noch miteinander unterwegs gewesen. Das ist mein altes Motorrad. Genau. Das ist mein altes. Ja. Das, so sauber war die noch nie. Obwohl es vorher schon sauber war. Da, also das ist jetzt dein Reich, wo du quasi nur an deine Mopeds schraubst, oder? Ja. Das ist ja, sonst gut. Gar nichts. Mach schon Kunden Motorrad, Lamme. Also, okay. Aber in erster Linie halt diese Rennmotorrad. Und wie man sieht, schon wieder überall Snap-on. Aber du hast zwei unterschiedliche Farben, einmal schwarz und einmal rot. Hat das einen Bezug oder sagst du, das ist mir egal, Hauptsache? Ja, die Kombi gefällt mir recht gut. Ja, das ist auch ja. Wenn es nur schwarz war, wäre es wie bei den Totengräber. Ja, okay. Und Snap-on war ursprünglich früher nur rot. Ah ja, okay. Und mittlerweile kriegt man es nahezu in jeder Farbe. Mhm. Ja. Und da oben sind nur Reifen versteckt, oder? Genau, die haben wir da vor der Sonneneinstrahlung geschützt. Sehr gut. Gut, das ist immer ganz wichtig. Sonneneinstrahlung für Reifen ist ganz schlecht. So, und da hast du deine gemütliche Ecke, genau. Wo du ein bisschen mal Office machen kannst, dich mal zurücklehnen kannst, dann da Cappuccino dann trinkst. Kaffee. Ja. Habe ich jetzt schon dreimal gehabt, reicht ja. Ne, mittlerweile. Und da stehen noch deine, was hast du denn da? Supermoto, Motocross, Enduro. Ja. Schauen wir mal da rüber, was haben wir da noch? Was ist das? Das ist ein Enduro. Welche? 500er. 500er Viertakter? Ja. Das ist... Dasselbe Ersatz. Also Ersatz. Das ist 450er. 450er? Viertakt. Das ist ein bisschen was älteres, oder? Ja, 2012. Das ist voll groß, oder? Ja. Das ist voll groß, genau. Genau. Supermoto, die hast du in Spanien dabei gehabt, oder? Genau. Das ist aber keine Originale, gell? Die ist umgebaut. Ja, die Basis ist letztendlich die. Die Enduro. Aber mit anderem Fahrwerk und so weiter. Genau, und dann... Okay. Ja. Und das ist ein 560er S. Was ist das? Das ist ein 2006er. Aha. Schon 15 Jahre alt, ja. Ja, Supermoto. Und das ist ein Trail. Bin noch nie gefahren, sowas. Ja, interessant. Bin noch nie gefahren. Interessant. Schwierig? Naja, es schaut leicht aus, als es ist. Ja, leicht ausschauen tut das nicht, wenn man es nicht auf dem Stand und. Ja, aber es ist eine gute Basis oder eine gute Voraussetzung zum Enduro-Fahren. Man kriegt ein sehr, sehr gutes Gefühl fürs Motorrad. Sehr, sehr leicht. Mhm. Und aber Viertakter auch, ne? Nein, also Zweitakter. Aber die hat, ich sehe es am Zylinder, aber die hat gar keine richtige Rennbirne, ne? Weil die Motocross-Zweitakter, die haben da in der Regel so. Ja, gut, das ist ja bloß ein 250er. Mhm, okay. Ja. Da hast du noch ein Lagerregal und das, was du rauf und runter fahren kannst, abgedeckt. Genau, da haben wir ja, einen Haufen Schrauben und so weiter. Ist elektrisch? Mit oder? Ah, ja. Verbaut. Cool. Ja, es macht natürlich dann auch Ordnung, ne? Dann ist das verdammt. Dann ist der. Ja, sehr schön. Clean. Wie ihr seht, beim Gilbert ist Ordnung absolute Priorität. Da hinten steht noch ein KTM Crossbar. Der ist ein bisschen einsam, finde ich. Ja, aber der hat seinen extra Stand da. Ja. Da bin ich noch nicht ganz fertig. Aha. Und du hebst ja quasi deine Fahrzeuge da mit dem Stapler hoch. Genau. Ja, das ist klar, ne? Sonst kommst du da nicht drauf. Was haben wir da drunter versteckt? Und das sind Pavillons. Ah, das sind die Pavillons, was gesagt. Die wir da mitnehmen. Ah, die, wo wir auf der Hände sind. Viermal. Aha. Das schaut aus wie 4 x 18 Quadratmeter. Okay. Ja, ich würde sagen, du, das Video ist schon länger geworden, als ich ursprünglich geplant habe, aber es gibt da wahrscheinlich noch so viele Sachen zum sehen. Christoph, du darfst dann nicht runterfallen, bitte. Sonst müssen wir die bei der AOK melden und die machen wir das, wenn wir um 20.30 Uhr einen Arbeitsunfall haben. Da schaut es dann eher schlecht aus. Genau. Also, wir haben da eigentlich noch theoretisch viel mehr Sachen, die wo man da sehen wird. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr noch mehr sehen wollt, was der Gilbert da alles macht, kann und vor allem in Zukunft vielleicht noch vor Ort. Wenn ihr irgendwelche Bedürfnisse habt im Bereich Oldtimer, dann checkt einmal unten in der Beschreibung den Link auf deine Homepage aus
Und dann könnt ihr gerne mal Kontakt aufnehmen, falls ihr irgendwas Spezielles braucht, was ihr vielleicht nicht an jeder Ecke kriegt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Führung. Ich sage danke fürs Vorbeischauen. Und jetzt machen wir dann Feierabend, oder? Jawohl, jetzt gehen wir heim. Genau. Jawohl. Also danke fürs Zuschauen, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und schaut euch gerne beim Schulbär vorbei. Jawohl. Danke und ciao. Servus.